Herzlich willkommen bei Expertenberaten. Wir haben heute für Sie einen Testartikel der Firma Asviva bekommen, und zwar ein elektrisches Laufband, das Asviva T14. Das testen wir heute für Sie und schauen, wie es funktioniert, welche Programme es hat, wie es sich transportieren lässt auf den Rollen hier unten, wie man es runterklappt. Das zeigen wir Ihnen in diesem Testvideo und los geht's. Hier unten wird es erstmal hochgestellt, man kann es dadurch sehr gut verstauen, es braucht allerdings schon ein wenig Platz. Hier unten ist ein orangener Hebel, den muss ich einfach nur einmal runter drücken ein wenig. Und dann bewegt sich das Laufband von alleine nach unten. Also es knallt auch nicht runter, ist sehr praktisch. Dauert ein wenig. Man sollte es auch nicht unbedingt direkt richtig drücken, weil da ist eine Hydraulik hinter. Und jetzt steht es direkt. Um es zu betätigen, ist hier ein Netzteil. Das muss hier vorne einmal eingesteckt werden. Ins Netzkabel, ins Netzteil. Dann das Ganze in die Steckdose. Und auf den On-Schalter. Und man hört es direkt piepen. Das Signal, das hier empfangen wird, also es ist funktionsbereit. Und jetzt schauen wir uns die weiteren Funktionen des Laufbands an. Hier ist eine Dämmung drunter, das werden wir gleich merken, beim Laufen. Es ist insgesamt ein sehr großes Display. Es steht hier schon herzlich Welcome to Use, herzlich willkommen zum Benutzen. Und ich habe hier einmal die Möglichkeit, mein Handy anzuschließen und über MP3 Musik zu hören. Das wird dann direkt bei den Lautsprechern ausgegeben. Ich kann hier über USB mein Handy anschließen, zum Beispiel zum Aufladen, oder mein iPad, wenn ich parallel vielleicht einen Film schauen möchte. Das ganze Gerät ist mit Android und Apple iOS gekoppelt, also ich habe eine App, die ich mir auf mein Handy lade. Über Bluetooth verbinde ich mich mit dem Asviva T14 und kann dann über die App genau nachverfolgen, an welchen Tagen ich welche Trainingseinheiten gehabt habe, welche Programme ich genutzt habe, welche Schwierigkeiten, und es wird genau mitgemessen durch die Handsensoren, wie war mein Herzrhythmus und die ganzen Geschichten, wie war mein Puls, wie viele Kalorien habe ich verbrannt. Jetzt probieren wir das Ganze einmal aus. Ganz wichtig, hier ist noch ein sogenannter Sicherheitsmechanismus. Das hier muss eingesteckt werden und ich klemme mir das hier an meine Hose oder an mein T-Shirt. Und sobald ich jetzt hinfallen würde, würde das hier rausgezogen werden und das Laufband hört auf zu drehen. Also wichtig, immer vor dem Training hier reinstellen. Ich habe jetzt hier einmal die prozentualen Steigerungen, wo ich quasi das Laufband hoch oder runter fahren kann, von 3% bis 15%. Dann habe ich hier, kann ich die Geschwindigkeit manuell regulieren. Ich habe hier in der Mitte den Lüfter. Kann meine Programme auswählen, kann auch einfach sagen, ich möchte die Geschwindigkeit erhöhen, ohne eine voreingestellte Geschwindigkeit zu wählen. Das Ganze natürlich auch bei den Steigungen runter oder hoch, die Steigung. Starten wir mal das Laufband. Es wird direkt runtergezählt, 3, 2, 1, und es läuft von alleine los unten in der voreingestellten Geschwindigkeit von 1. Jetzt kann ich hier zum Beispiel die Steigung erhöhen auf 15 und das Rad fährt automatisch in einer Steigung von 15% hoch. Ich kann jetzt sagen, ich möchte hier schneller werden mit Plus oder Minus. Und wenn mir warm wird, kann ich hier in der Mitte einen Ventilator anschmeißen, der hier aus den zwei Lüftungen direkt frische Luft mir entgegen pustet. Das ist sehr angenehm. Ich kann ihn wieder ausschalten. Und hier rechts ist übrigens die Stopptaste, also wenn ich einfach nicht mehr möchte, drücke ich hier auf Stopp.
Ansonsten kann ich voreingestellte Programme auswählen, die eine permanente Steigung haben, die eine Steigung in Intervallen haben, die einen Berg- und Talfahrt quasi symbolisieren oder ein konstantes Level über einen gewissen Zeitraum und dann wieder ein absteigendes Level. Wenn ich jetzt die Steigung wieder runterfahre auf 3, dann fährt es automatisch runter. Hier habe ich die Hand- und Pulssensoren. Wenn ich meine Hand hier rauflege, wird mir oben rechts gleich der Puls von 71 angezeigt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahergestellt. Und er wechselt direkt hier von Puls nach einer gewissen Zeit in Kalorien, genau. Also ich sehe jetzt, wie viel Kalorien ich in der Zeit verbraucht habe, 3,9 Kalorien und jetzt wieder der Puls von 71. Hier sehe ich die Geschwindigkeit, 1,9. Die Zeit, die ich mich auf dem Laufrad befinde, aktuell 2 Minuten. Und hier sehe ich die Distanz und die Steigung. Hier kann ich mir übrigens über den QR-Code direkt die App auch herunterladen. Also ich brauche nicht lange suchen. Training kann quasi sofort mit der App losgehen. Wähle mal ein Programm. Also ich wähle einfach ein Programm. P1, muss ich vorher stoppen vielleicht. Einmal stoppen. Dann nochmal auf Start. Und ich kann hier direkt die Programme wählen, indem ich auf 1, 2, 3 oder 4 stelle. Dementsprechend habe ich dann das jeweilige Programm, welches ich ausgesucht habe. Schauen wir jetzt nochmal an, wie das Gefühl, also es ist insgesamt ein sehr angenehmes Gefühl, hier zu laufen. Von der Breite ist es auch völlig ausreichend, also der Abstand hier. Ich komme nicht sofort gegen die Außenkanten. Wenn ich das jetzt ganz jetzt mal schneller schalte auf 12 km/h, ob es dann auch noch angenehm ist. Also es ist auf jeden Fall ein sehr angenehmes Lauf. Ich komme vorne auch nicht gegen die weiße Schiene gegen. Und jetzt beim Schnellerlaufen merkt man direkt, dass es schön abdämmt. Also es liegt das Laufen quasi auf einem Waldboden und nicht auf der Straße. Eine tolle Geschichte, das Laufrad hat elektronische Laufband Asviva T14. Kann von uns nur empfohlen werden. Was ein bisschen dauert, ist das Aufbauen und kleiner Nachteil vielleicht noch für kleinere Wohnungen ist das Asviva T14. Es nimmt doch relativ viel Platz ein, also man sollte sich genau überlegen, ob man ausreichend Platz hat. Ein Vorteil noch, es lässt sich natürlich einfach hin und her schieben, dadurch, dass ich Räder vorne unten und habe. Für weitere Informationen zu dem Asviva T14 klicken Sie gerne hier unten auf den Link und Sie kommen direkt zu unserem ausführlichen Testbericht auf Expertenberaten. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.